Mein Name ist Nina Kühner und ich bin die Regisseurin von La Clemenza di Tito von Mozart. Ich komme aus München und meine Kostümbildnerin Claudia Casera wohnt seit langem in Trier und arbeitet sehr viel für dieses Haus oder hat sehr viel für dieses Haus gearbeitet. Und durch sie ist praktisch diese Zusammenarbeit, dieses Kennenlernen von Herrn Weber zustande gekommen und so bin ich hier gelandet. La Clemenza di Tito ist Mozarts letzte Oper gewesen, die er geschrieben hat. Dings im 19. Jahrhundert war es die meistgespielte Oper von Mozart. Wurde dann vergessen und wird jetzt eigentlich sehr oft wieder gespielt, was sehr schön ist, weil es ganz tolle Musik ist. Und La Clemenza ist die Milde eigentlich, also die Milde des Titus, so heißt das Stück. Es geht um einen römischen Kaiser, nämlich um Titus, der 79 nach Christus gekrönt wurde und mit Milde oder für seine Milde bekannt war und mit Milde geherrscht hat. Allerdings nur 26 Monate, weil dann ist er gestorben. Und in diesem Stück geht es darum, dass er versucht, diese Milde durchzusetzen gegen eine Verschwörung, die sich gebildet hat, wie er später feststellt. Vitellia, die Tochter eines früheren Imperators, möchte den Kaiserthron zurückhaben, weil der Vater von Tito hat ihren Vater vom Thron gestürzt. Und sie hatte eigentlich auch gehofft, dass Tito sie heiratet, was er aber nicht tut am Anfang. Sie verführt seinen besten Freund Sesto, den Kaiser, also seinen besten Freund Tito, umzubringen. Aber vorher hat Tito schon beschlossen, eigentlich Vitellia zu heiraten, nun doch. Aber Sesto ist schon unterwegs, um den Kaiser umzubringen und sie kommt praktisch zu spät. Darum letzten Endes, dass der Kaiser am Schluss dieser ganzen Verschwörung, also Vitellia, Sesto und auch den anderen Verschwörern, trotz, dass sie ihn umbringen wollen, vergibt. Darum geht es. Es geht in dem Stück eigentlich für uns nur vordergründig um Politik. Es geht um diese Dreiecksbeziehung, vorwiegend Tito, Sesto, Vitellia. Und eigentlich darum, was Freundschaft, was Macht aus Freundschaft macht. Das kann man umsetzen ins Heute, vor 200 Jahren. Also diese Geschichte funktioniert letzten Endes in jeder Zeit. Wir haben sie ins Heute gesetzt, weil es einfach auch für mich dichter ist und für mich leichter ist, auch zu erzählen natürlich. Und ich finde auch für die Zuschauer näher dran ist, um diese Geschichte zu verstehen, die manchmal nicht so leicht zu verstehen ist, wenn man sie vordergründig betrachtet. Warum wird ein milder Herrscher, der so wahnsinnig nett ist, einfach umgebracht? Wie kommt diese Frau dazu, seinen besten Freund zu verführen? Warum lässt sich Sesto verführen? Und da muss man so ein bisschen einfach in die Tiefe gehen und die Figuren genau betrachten, um das zu verstehen. Oh,
haben die Handlung in ein Regierungsgebäude verlegt. Das heißt, alles spielt dort. Es gibt sehr, sehr schnelle Verwandlungen in dem Stück. Rezitative gehen in eine Arie über und dann wieder in Rezitative in einen anderen Raum. Deswegen haben wir uns für die Drehscheibe entschieden. Wir spielen also das ganze Stück auf der Drehscheibe und das verwandelt sich sehr zügig. Das heißt, wir müssen keine Umbauten machen, wir können direkt in eine neue Szene weitergehen. Es gibt auch Verwandlungen, wo ein Terzett zum Beispiel dreht die ganze Zeit die Drehscheibe. Das heißt, die Leute gehen wirklich durch die Räume und spielen dort. Und das hat eine sehr schöne Dynamik und das hilft, glaube ich, dem Stück auch an Spannung. Ich denke, dass es die Leute eher auch reinzieht in das Stück. Ich kann nicht sagen, Tito war schon immer das Werk, was ich immer machen wollte. Das ist es, glaube ich, nicht gewesen. Aber es ist sehr, sehr spannend, weil es eine große Herausforderung war, weil es ja immer heißt, es ist ein schwieriges Stück und ein schwieriges Thema. Das stimmt auch. Aber es ist eine Herausforderung und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich da reinzuarbeiten und das auch hier umzusetzen. Und es ist mein erster Mozart, den ich mache überhaupt. Und ich hoffe, es ist gelungen. Hauptrollen Svetislav Stojanovic singt Tito, Christina Stanek Sesto, das ist eine Hosenrolle. Genauso wie Anjo ist auch eine Hosenrolle, wird gesungen von einem Gast hier im Haus, Franziska Andrea Heinzen. Dann singt Evelyn Cesla Servilia, die Schwester von Sesto, und Pavel Cekawa singt Publio. Die Intrigantin, die Gegenspielerin, die weibliche Hauptrolle ist Johanna Kaspar natürlich. Man darf sich freuen auf fantastische Musik natürlich von Mozart und auf ein sehr, sehr spielfreudiges Ensemble, was sich mit Inbrunst da reingestürzt hat. Und ich hoffe auf einen sehr unterhaltsamen Abend.